So, meine Freunde, mein zusammen, grüße euch zu diesem Video. Ja, und mein Video bezüglich der Kirche hier in Köln, Erzbistum Köln ganz genau, ist ziemlich gut angekommen bei euch und das ist interessant. Komischerweise kommt jetzt der nächste Artikel, gerade heute im Spiegel Online erschienen, Zitat: Erzbistum Köln droht Pfarrer nach Kritik an Kardinal Wölki. Also ich glaube mittlerweile, die Kirche ist genauso oder ähnlich wie mit der Politik. Da ist auch so viel Politik im wahrsten Sinne des Wortes am Laufen, dass man dort sich nicht so einfach äußern kann, ohne dass da irgendwas passiert oder ähnliches in der Richtung. Hier heißt es nämlich, Zitat: Wenn es um Missbrauch ging, handelte die katholische Kirche in der Vergangenheit oft mit Nachsicht. In krassem Gegensatz dazu steht die konsequente Reaktion auf Kritik in ihren Würdenträgern. An ihren Würdenträgern, sorry. Und das ist ganz interessant, denn ein Pfarrer hat hier ordentliche Kritik am Kardinal Wölki geübt und das muss ja in Ordnung sein, das muss ja auch erlaubt sein, finde ich, dass man auch in der Firma intern Kritik äußert über jemand anderen, weil der nicht eine gute Arbeit leistet, weil man hier was zu bemängeln hat oder ähnliches, denke ich, ist in Ordnung. Und so sagt nämlich er hier, beziehungsweise hat der Betroffene, heißt... Vom Personalchef hat er nämlich auf jeden Fall, ich finde den Namen, doch hier, Pfarrer Klaus Koltermann, hat nämlich Post bekommen vom Personalchef und er sagt hier, Zitat: Ich weise dich darauf hin, dass deine im Zeitungsartikel beschriebenen Äußerungen sowie entsprechende öffentliche Stellungnahmen, soweit zutreffend, möglicherweise schwerwiegende Verstöße gegen deine Dienstpflichten als leitenden Pfarrer darstellen. Diese Äußerungen können Maßnahmen nach sich ziehen. Also, das ist schon ein ganz starkes Stück, weil wenn der jetzt irgendwelche Drohgebärden oder sonst was gemacht hätte, aber der hat hier eine sachliche, gute Kritik geäußert bezüglich diesem ganzen Missbrauchsskandal und diesem ganzen Thema. Und da finde ich, es ist schon ein starkes Stück, hier jemandem so wieder den Mund zu verbieten. Aber wir sehen, das zieht sich ja in der Politik durch andere Kreise, jetzt hier auch im kirchlichen Bereich. Das ist doch nicht mehr feierlich. Weil, also ich für meinen Teil, das hat doch Gott nicht gewollt, dass da solche Querelen ablaufen, dass da sowas passiert. Das ist doch einfach nur ein ganz, ganz starkes Stück. Oder empfinde ich das falsch? Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten, bleibt weiter entspannt und ciao.